Tag 2 auf der Transportlogistik in München. Gestern Digitalisierung, heute Automatisierung. Wir bei KRONE setzen eine Vielzahl von Automatisierungsprojekten um. Da ist zum Beispiel unsere automatisierte Fertigung in unserem Werk in Herzlake oder unser automatisches Containerchassis ELTU50. Mit dem automatischen Containerchassis haben wir die Automatisierung der Logistik konsequent weitergedacht, wohingegen die Prozesse im Containerterminal oder im Depot weitgehend automatisch ablaufen, sind die Prozesse an der Schnittstelle zur Straße überwiegend manuell. Das automatisierte Containerchassis ELTU50 kann per Knopfdruck eingestellt werden, sodass der nächste Container aufgenommen wird. Es kann per Knopfdruck verriegeln und der Fahrer ist dann abfahrbereit. Wir erwarten uns dadurch einen hohen Produktivitätsgewinn in der gesamten Containerlogistik. Darüber hinaus besteht seit September 2022 eine strategische Partnerschaft mit Fernride. Hendrik, du bist CEO bei Fernride. Was macht ihr genau? Bei Fernride bieten wir eine Komplettlösung an für autonomes elektrisches Lkw-Fahren. Und dabei machen wir zwei Sachen anders. Wir fokussieren uns zunächst auf den Use Case, der heute schon funktioniert. Das heißt, auf großen Werksgeländen, Hafengeländen, Distributionszentren ermöglichen wir es jetzt, autonome elektrische LKWs in den Einsatz zu bringen. Das ist das Erste, was wir anders machen. Und das Zweite, was wir anders machen, das zeige ich dir gleich auch nochmal, ist, dass wir quasi Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten lassen bei der Automatisierung. Okay, und wie läuft die Kooperation mit KRONE dann genau? Wenn man Prozesse automatisiert, haben wir gemerkt, dass der Fahrer heute im manuellen Betrieb noch andere Sachen macht, außer nur von A nach B zu fahren. Das heißt, es gibt noch Sekundärtätigkeiten, die der Fahrer heute übernimmt, zum Beispiel Ankoppeln, Ladungssicherung, Türen öffnen, schließen. Und da haben wir ganz klar erkannt, wir brauchen Trailerhersteller, mit denen wir gemeinsam einen automatisierten Trailer entwickeln können. Und da haben wir glücklicherweise eine sehr erfolgreiche Partnerschaft mit KRONE abgeschlossen. Okay, und das heißt, ihr entwickelt mit KRONE gemeinsam einen automatisierten Trailer? Ja, das ist jetzt genau der Plan, dass wir einen automatisierten Trailer anbieten, der zum Beispiel automatisch an- und abgekoppelt werden kann, die Türen geöffnet werden können, die Ladungssicherung automatisiert wird. Und da sind wir jetzt soweit, dass die ersten Prototypen aufgebaut sind und im Feldversuch mit den Kunden eingesetzt werden. Okay, und teleoperierendes Fahren, wie funktioniert das denn genau? Das zeige ich dir jetzt gerne mal an unserer TEO-Station, die wir hier am Stand haben. Hier setze ich gerne mal rein. Okay. Das ist jetzt unsere TEO-Station und teleoperiertes Fahren funktioniert quasi so, dass du den Fahrer in ein Büro setzen kannst, das quasi überall auf der Welt sein kann, meistens mehrere hundert Kilometer entfernt vom Standort des LKWs. Und du hast dann über die Internetverbindung die Möglichkeit, einen LKW fernzusteuern. Okay, das heißt, also den größten Teil fährt das Fahrzeug autonom und in besonderen Situationen kriegt dann ein Fahrer, der irgendwo auf der Welt vielleicht sitzt oder hunderte Kilometer entfernt, eine Nachricht. Und das Fahrzeug bleibt dann stehen und dann kann der Fahrer eingreifen, kann zum Beispiel um das Hindernis umzufahren und dann fährt das Fahrzeug wieder autonom weiter. Ganz genau. Und das ist dann eben auch der Vorteil, den unsere Kunden für sich erzielen können, dass sie zum einen einen anderen Talentpool für den Fahrerjob begeistern können, weil wir haben ja einen sehr, sehr großen Fahrermangel. Das heißt, es gibt zu wenig Fahrer, wenn man jetzt nochmal junge Menschen auch für diesen Job begeistern kann, weil es eben ein Bürojob wird oder auch der Job attraktiver wird und dementsprechend mehr Fahrer gefunden werden können, ist das schon mal gut. Und der Fahrer dann für mehrere Trucks verantwortlich ist. Am Anfang erstmal für 4 Trucks. Also 4 Trucks werden quasi von einem Fahrer gemanagt. Und dann, je mehr Daten wir sammeln, haben wir ein selbstlernendes System, das dann irgendwann mal ein Fahrer bis zu 50 Trucks managen kann. Das war's zum Thema Automatisierung. Wie man gesehen hat, setzen wir mit unserem Kooperationspartner Fernride spannende Automatisierungsprojekte um. Morgen widmen wir uns dem Thema Elektrifizierung. Seid gespannt!